Hi Leute, willkommen zurück zu Quatsch Personal 23. Ich wusste gar nicht, dass es schon so lange her ist, dass ich irgendwie einen Talk aufgenommen habe. Aber man merkt, wöchentliche Talks sind nicht mehr und schon beginnt Tobi in dem Sinne bisschen zu slacken. Ja, mal zu mir. Die letzten Tage, also mir geht's richtig gut. Alles fein, aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Also, kurze Erläuterung. Ich bin ein bisschen emotional aufgewühlt, das werdet ihr auch merken. Ich werde nicht genau verraten, warum, aber zumindest indirekt werde ich es ein bisschen sagen. Die letzten Tage hatte ich ja eigentlich ein chilliges Leben, also möchte. Das heißt, 3 Wochen lang komplett Urlaub, 2 Jobs überhaupt nicht. Einfach machen können, worauf man Bock hat. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich war sehr, sehr relaxed und habe wirklich super viel Erholung getankt und habe auch für meine Verhältnisse wirklich auch viel gestreamt und so weiter und so fort. Das heißt, Content gab es auf jeden Fall genug. Jetzt, seit letzter Woche Montag, habe ich zumindest wieder einen Job. Das heißt, ich bin wieder so halb in der Arbeit und es ist trotzdem noch alles ganz gechillt. Es ist alles eigentlich so geblieben. Nur, ja, gab es jetzt in dem Sinne familiär so ein paar Ereignisse, die mich wieder sehr fertig gemacht haben. Denn, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich kann da auch jetzt nicht direkt drüber sprechen. Aber wenn ihr mich wirklich kennt und wenn ihr vor allem meine ganzen Quatsch-Personals gehört habt und all die Leute, die das machen, die wissen weitaus mehr über mich als teilweise Leute, mit denen ich sonst zu tun habe. Ich sage es immer wieder, aber da lernt man mich wirklich richtig kennen. Wenn man wirklich alle Quatschbrick-Personals, alle Quatschbrick-Inbetweens, seitdem es diesen Scheiß eigentlich gibt, wenn man das alles gehört hat, dann kennt man mich wirklich verdammt gut. Obwohl es ja eigentlich nur eine Stimme ist, beziehungsweise manchmal eben im Stream oder im Video und von mir aus auf Social Media und Discord. Aber trotzdem, man lernt mich auch übers Internet kennen. Und wenn man mich halt wirklich gut kennt, weiß man, dass meine Stimmung, ja, meine Stimmung, aber eher meine Stimme gerade ein bisschen struggelt. Weil gestern ein Moment war, der mir wieder gezeigt hat, dass das Leben von jetzt auf gleich anders sein kann. Wirklich von jetzt auf gleich. Und ich meine wirklich von jetzt auf gleich, innerhalb von kurzer Zeit. Du denkst, du kennst dein Leben. Du denkst, du verstehst in dem Sinne alles. Du denkst, die Wahrnehmung passt so. Und dann passiert irgendwas und es ist alles anders. Es fühlt sich anders an. Es ist nicht zu beschreiben. Und letztes Jahr im Sommer, da hatte ich ja auch so ein Gefühl. Da war ja wirklich innerhalb von wenigen Tagen hat sich die gesamte Welt für mich anders dargestellt. Eine ganz andere Wahrnehmung. Und jetzt halt auch wieder. Wie gesagt, ich bin nur indirekt davon betroffen. Aber solche Momente, solche Entwicklungen, die verändern mich vielleicht nicht, aber die machen was mit mir. Weil ich jedes Mal denke, eigentlich weiß man doch gerade in Anführungsstrichen, wie der Alltag aussieht. Eigentlich weiß man doch, wie das Leben gerade funktioniert. Und dann denkt man irgendwie wieder so, nö, man weiß es nicht. Und das ist das Heftigste überhaupt im Leben, dass du von jetzt auf gleich einfach den Boden unter den Füßen verlieren kannst. Wie gesagt, ich bin nicht direkt betroffen. Aber wenn ich so sein kann, wie ich nun mal eigentlich bin, und wenn mal kein Sommer 2022 ist, in dem ich halt selbst eine andere Persönlichkeit geworden bin, zumindest für eine gewisse Zeit, dann macht mich halt sowas fertig, weil ich halt so ein mitfühlender, empathischer Mensch bin. Und wenn mir was erzählt wird, was geschrieben wird, dann triggert das was bei mir in dem Sinne. Das heißt, ich leide dann förmlich mit und ich fühle dann mit und ich versuche in dem Sinne dann irgendwie dann Halt zu liefern oder. Aber wenn das halt wieder was ist, was halt bei mir dann wieder Emotionen auslöst, weil ich halt all das wieder bei mir wieder aufkommen sehe, dann ist das halt verdammt scheiße, wenn ich ehrlich bin.
Und gestern war so ein Moment. Ich wusste, dass mich das mitnehmen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass es mich so mitnehmen wird. Also ich war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt, war ich halt, ja, so wie jetzt an der frischen Luft und konnte halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durchatmen. Das hat halt einiges erleichtert. Und das Streamen danach, ich bin nach Hause gekommen, hab dann, hatte ja vorher eingekauft und so. Und das Streamen danach habe ich eigentlich gemacht, einfach um, so dumm es sich auch anhören mag, aber um wieder so ein bisschen dieses Normale zu fühlen. Weil wie gesagt, ich glaube, das ist bei jedem halt unterschiedlich. Aber bei mir war es oft schon so im Leben so, dass du von jetzt auf gleich einfach dazu gezwungen wirst, durch irgendwelche Entwicklungen im Leben, dass du vieles hinterfragst oder dass du auf einmal mit, sag ich mal, den wirklichen wichtigen Fragen oder Momenten im Leben, mit denen konfrontiert wirst. Und wenn man halt denkt, so einfach, ja, das ist doch eigentlich ein ganz normales Leben gerade. Und von jetzt auf gleich denkt man ja so, boah, ich dachte eigentlich, ich würde das alles verstehen. Und immer dann, wenn es irgendwas ist, was halt in Richtung emotional geht, was in Richtung traurig geht, in Richtung hart geht, da kommen bei mir halt diese Emotionen wieder auf, wie damals eben mit meiner Oma, die ich gepflegt habe und die dann irgendwann verstorben ist. Und das ist bei mir teils auch bei Filmen und so. Also ich bin halt gerade durch den letzten Sommer ein so emotionaler Mensch geworden, dass mir es müssen nicht mal wirklich in Anführungsstrichen große Momente sein, aber dass mir das halt einfach in dem Moment wirklich so, also das haut dann irgendwie so rein. Und gestern war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, alter Schwede, das ist gerade echt ein bisschen heavy alles. Ja. Und dann habe ich in dem Sinne gestern noch gestreamt und sogar ziemlich lange gestreamt und dann ging es halt wieder ein bisschen besser. Aber ich habe auch gesagt, Leute irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute zugeguckt haben. Vielleicht so 4 oder so, 5? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das sowieso nie. Nur bei Kick, aber egal. Ich will jetzt nicht zurück in Content, sondern da geht es überhaupt nicht darum, es geht um mich. Und weil ich nur sagen wollte, ihr merkt es an der Stimme, also wenn ihr mich wirklich kennt, wie ich es immer wieder sage, ihr merkt es gerade, das macht was mit mir. Weil das ist wieder so ein Thema, wo ich denke, boah, Junge, warum ist die Welt manchmal eigentlich so? Warum ist die so heftig? Was haben wir teilweise verbrochen? Ich bin ja kein religiöser Mensch, aber ich glaube trotzdem an Gott. Und dann bei sowas stelle ich mir aber trotzdem die Frage nach dem Motto, warum Gott? Warum? Ich meine, warum? Das kann man nicht verstehen. Wisst ihr, als ich damals klein war und als ich meine Herzkrankheit hatte, da habe ich, das habe ich, glaube ich, habe ich das schon mal im Podcast erzählt, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann hier Weltpremiere. Da habe ich mir oft diese Frage gestellt, Tobias, warum du? Warum? Keine Ahnung, bei 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, warum du? Warum bekommst du diese Krankheit? Warum in dem Sinne musst du jetzt aufhören, Fußball zu spielen? Warum bist du jetzt gefühlt alle paar Wochen im Krankenhaus? Warum musst du unfassbar starke Tabletten nehmen? Ich habe immer diese Frage gestellt, warum? Und ich habe dann wirklich auch, ja, ich sag's ehrlich, ich habe auch oft dann in diesem halt Gott angeschrien, hat man, warum Gott? Warum? Was habe ich dir getan so in die Richtung? Aber ein paar Jahre später ist mir einfach bewusst geworden, dass es halt einfach falsch ist. Dass selbst wenn es einen Gott gibt oder wenn es den Gott gibt, das hat weder was damit zu tun, dass er uns bestrafen möchte, noch dass er uns irgendeine Message oder so liefern möchte, sondern das Leben ist nun mal so. Und egal, ob wir religiös sind, ob wir an irgendwelche Religionen oder Konfessionen, was auch immer glauben, es ist halt einfach so. Und wir müssen uns halt dem vergewärtigen, also dem vergewissern, dass das Leben nun mal so spielt. Aber das ändert daran nichts. Das ändert nichts daran, dass du von jetzt auf gleich wieder so einen Schlag bekommst.
So ähnlich wie im Herbst letzten Jahres. Das war auch so BAM, in your face, aber so richtig. Und wie sehr mich das halt dann gerade nach der Recovery so mitgenommen hat. Und wie oft ich darüber gesprochen habe, ob, ohne euch sagen zu können und zu dürfen, von mir selbst nehmen zu dürfen, worum es genau ging. Aber das hat mich so fertig gemacht. Und in diesem Jahr war ja bis jetzt alles gut. Aber dennoch gibt es halt wieder so Momente, wo du wieder das Gefühl hast, es kommt wieder so eine Art Schlag in die Magengegend. Und das ist halt. Aber jedes Mal, als ich da damals eben ein kleiner Junge war, was heißt kleiner Junge, war glaube ich 10, 11, 12 im Dreh, als es aufgekommen ist, da habe ich dann eben auch gesagt zu mir selbst, ja, aber du kannst trotzdem glücklich darüber sein, dass du es nicht so schlimm hast wie andere. Und das ist genau das ist halt das Entscheidende. Man nimmt halt vieles oft, sage ich mal, viel, viel härter wahr, als es nun mal ist. Ich meine, du verlierst irgendwie eine Arbeitsstelle und denkst irgendwie, oder eine Ausbildungsstelle und denkst, dein Leben ist vorbei. Aber in Wirklichkeit ist das Leben eben nicht vorbei. Es gibt immer wieder Möglichkeiten. Es gibt für mich keinen Grund, warum man nicht irgendwann in dem Sinne aufhören dürfte oder warum man aufhören sollte, nicht mehr daran zu glauben, dass es besser wird. Also so eine Art irgendwie Grube, dass man da niemals rauskommen wird, sehe ich nicht. Weil ich genau wie im letzten Jahr einfach sage, wenn du dieses Gefühl hast, dass du da allein nicht mehr rauskommst, du kommst mit Hilfe da immer raus. Du bist nun mal nicht alleine. Und wenn du dich noch so alleine fühlst, du bist es nicht. Du hast immer irgendwelche Menschen um dich herum. Und alle Menschen, die von mir aus die einsamste Person überhaupt, die wird trotzdem in irgendeiner Form Hilfe bekommen, wenn sie es eben möchte. Und dennoch ist es halt immer wieder hart. Es ist immer wieder hart, mit solchen, sag ich mal, wirklich ernsten Themen so belastet zu werden, womit man einfach überhaupt nicht rechnet. Und ich finde, wir müssen alle in unserem Leben einfach dazu lernen, dass das, so blöd es klingt, zum Leben dazugehört. Das ist das Härteste, was es im Leben gibt. Aber es kann nur das Härteste im Leben geben, weil es eben auch das Schönste im Leben gibt. Und weil wir genau das wissen, ja, ich habe es ja irgendwie in meiner Recovery so schön beschrieben mit irgendwie, ja, das ist der Sonnenschein und das ist halt die Dunkelheit, wie auch immer. Es ist halt in unserem Leben immer so, dass du immer ein Tunnel, in dem du zu durchfahren hast. Aber nach diesem Tunnel erscheint immer ein kleines bisschen Sonnenschein. Und je weiter du dich von dem Tunnel, in dem du entfernen kannst, desto mehr siehst du in dem Sinne das Schöne und das Lebensbejahende. Aber in diesen Momenten, in denen es halt wirklich Schlag auf Schlag zu unfassbar harten Gefühlen kommt, da sind solche Aussagen wie, ja, das wird schon wieder, man steht das durch. Das Leben ist nun mal so, das ist halt einfach bla bla, wenn wir ehrlich sind. Und ich möchte nicht als bla bla gelten. Deswegen, wenn ich so Sprüche bringe, dann sage ich es eigentlich immer nur, weil ich es in Anführungsstrichen argumentieren kann, weil ich es halt schon oft erlebt habe. Weil als ich damals das erste Mal alleine im Krankenhaus lag und wirklich halt nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, ja, sah sehr danach aus, nachdem das auf jeden Fall mein Leben sich sehr drastisch verändern muss. Und ich finde halt mit 10, 11, 12 Jahren ist man noch ein kleiner Junge. Da ist man halt einfach noch nicht mal andersweise gereift. Da, ja, da habe ich mich in Anführungsstrichen durch so Kleinigkeiten irgendwie so da rausgekämpft. Ich habe mir halt versucht, mir das halt irgendwie schön zu machen. Ich weiß noch, dass ich damals sehr viele Filme geguckt habe. Zum Beispiel, muss man überlegen, ich glaube, ich war 10, 11 oder so, 11, 12. Ja, nee, 10 war ich nicht, ich glaube, ich war 12, glaube ich, 11, 12, 13, irgendwie so ein Dreh. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie hier Two-Face geschaut, irgendwie im Körper des Feindes und so, mit Nicolas Cage und John Travolta und Con Air und so. Und das sind halt so Dinge, jedes Mal, wenn ich diese Filme sehe oder von höre, dann kommen in mir halt wieder diese Emotionen auf, weil ich halt darüber nachdenke, naja, so war das damals. Und so hast du dein ganzes Leben eigentlich immer bestreiten wollen. Dass du dir immer in Anführungsstrichen so kleine Ziele gesetzt hast, so Kleinigkeiten, die das Leben aber einfach so schön gestalten können.
Und das ist heutzutage genauso, weil als ich gestern wirklich sehr down war, da bin ich halt nach Hause und habe halt die Sachen eingepackt und so, in den Kühlschrank gepackt und in die Tiefkühltruhe. Und da habe ich gedacht, so, ja, aber vielleicht tut es jetzt gerade mal gut, irgendwie in Anführungsstrichen mal wieder so ein bisschen was Normales zu erleben. Und das hat eben auch wirklich gut getan. Und so grausam das Leben auch ist, es ist halt genau diese, es ist halt diese Maske mit zwei Seiten meiner Meinung nach. Die eine Seite ist halt die, die, sag ich mal, die nur das Schöne darstellt. Die andere Seite ist die, die das Harte, das Heftige, das Zermürbende darstellt. Und ich finde halt einfach, dass so eine Maske sich bei jedem von uns im Leben immer wieder so drehen kann. Ja? Und du weißt nie genau, in was für eine Richtung es sich gerade, in was für eine Richtung sich diese Maske gerade bewegt, aber du weißt halt, dass sie es tut. Und ja, ich weiß nicht, wie ich diesen Talk nenne. Ich weiß halt nur, dass das mein Gefühl ist, was ich damit verbinde. Eine Maske, die sich halt dreht. Ja, und natürlich möchte man am liebsten eine Maske sehen, die uns anstrahlt, die das Tolle im Leben ausmacht. Aber es gibt oft genug eben diese Momente, da ist es nicht so. Und da müssen wir einfach da durch. Und dennoch sind wir halt nie alleine. Und auch in den nächsten Tagen wird es halt bestimmt bei mir so ein paar Situationen geben, wo ich ein bisschen strugglen werde, weil es halt etwas ist, was nicht so ganz cool für mich ist. Aber diese Erkenntnis, die ich im letzten Jahr einfach gewonnen habe, durch den letzten Sommer, ist halt einfach, du wirst immer da rauskommen, wenn du immer an dich glaubst. Und wenn du es nicht mehr kannst, wie ich gesagt habe, wenn du es einfach nicht mehr schaffst, wenn du diese Kraft nicht mehr in dir spürst, dann verdammt nochmal, sag es, sei ehrlich und hole dir Hilfe. Aber auf keinen Fall alleine in dem Sinne damit klarkommen. Auf keinen Fall zu stolz sein und zu sagen, ja, ich brauche das nicht, weil ich bin ja der Mächtige, ich bin ja der, der immer alles gekonnt hat in seinem Leben, oder in meinem Leben in dem Falle. Sondern sei einfach ehrlich zu dir selbst. Und dennoch hatte ich gestern Tränenaugen. Ich hatte Tränenaugen, weil bei mir alles wieder hochgekommen ist. Ich stand da am Feld und war komplett fertig. Ich war fertig mit der Welt und habe wieder meine Oma vor mir gesehen, wie sie gestorben ist, beziehungsweise am Sterbebett und so. Und das ist halt einfach wieder so was ganz Trauriges, irgendwie wieder vor Augen zu sehen. Was jetzt nicht heißen soll, dass es irgendwie damit was zu tun hat, aber so als Beispiel, das macht einen fertig. Das macht einen wirklich, wirklich fertig, wenn du einfach das Gefühl hast, naja, das ist jetzt Jahre her, aber genau in diesem Moment fühlt es sich so an, als wäre es genau jetzt. So wie damals, genau jetzt. Und du erlebst es immer und immer und immer wieder. Und ich meine, wir kennen das bestimmt alle, weil viele ja bestimmt auch träumen. Aber ich habe an sich nie Albträume. Also ich habe noch nie einen Albtraum gehabt. Ich meine, natürlich hat man mal einen Albtraum, dass man vielleicht irgendwie mal sich unwohl fühlt danach oder so. Aber ich glaube, ich hatte noch nie so einen richtigen Albtraum in dem Sinne. Also so, dass ich wirklich mich danach einfach irgendwie am liebsten irgendwie also von Fernseher gesetzt hätte, um irgendwie wieder klarzukommen. Das war nicht so. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die eben vor allem in diesen Träumen und eben auch in diesen Albträumen viele, ja, ich sag mal, extrem schwierige Momente in dem Sinne erleben. Und ja, dieses immer wieder und immer wieder, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Dass du es halt irgendwie immer wieder von vorne erlebst und dass es sich anfühlt, als wäre es einfach ein ständiges Repeat und du erlebst die schlimmsten Momente deines Lebens immer wieder und immer wieder. Und das habe ich bis jetzt nie so gehabt und ich hoffe, es bleibt so. Und dennoch heißt das nicht, dass es nicht so ist. Also ja, ich träume nicht davon. Aber ich sehe es in Anführungsstrichen am Tag sehr oft vor mir.
Ja, dann kommt von jetzt auf gleich so ein Gedanke irgendwie in mir auf, so, ach ja, damals, so. Damals. Wie schön war es damals, aber auch wie heftig war das damals. Und das ist halt dann dieser Zwiespalt in dem Moment. Und da musst du dann halt wirklich erstmal, wenn das halt zum Beispiel jetzt, während ich laufe, auf einmal kommt so ein Gedanke bei mir auf irgendwie, dann ist es meistens so, dass ich erstmal stehen bleibe und durchatme. Einmal so. Und dann geht es an sich schon wieder besser. Ich meine, was ich dir erzähle, kennt jeder. Weil jeder Mensch in seinem Leben wird so etwas erlebt haben oder wird so etwas noch erleben. Es gehört nun mal dazu, dass wir die Grausamkeit des Lebens eben mitbekommen, weil wir eben auch die Schönheit des Lebens mitbekommen. Und weil genau dieses Duale in dem Sinne des Lebens, das Leben mal lebenswert macht. Das ist eben der Grund, warum Menschsein bedeutet. Ja, weil wir genau das eben in uns tragen. Dieses ständige Auf und Ab, dieses ständige Repeat, ja, so möchte, der schlimmsten, aber eben auch der schönsten Momente, die man bis dahin erlebt hat, vielleicht sogar noch erleben wird. Und immer dann, wenn ich so wie jetzt hier einfach unterwegs bin, spazieren gehe, mal keine Podcasts aufnehme wie in letzter Zeit, dann habe ich Musik laufen und dann ist es aber so, dass ich die Musik zwar wahrnehme, aber ich denke immer über irgendwas nach. Oft ist es natürlich was Positives, so wie, keine Ahnung, was kannst du an Content machen, worauf hast du Bock, was könnten deine Ziele sein noch in diesem Jahr, wie könnte es nächstes Jahr aussehen. Aber manchmal ist es eben auch wirklich so, sag mal, die elementarsten Fragen im Leben. So, was möchtest du noch erreichen? Wen möchtest du treffen? Wo möchtest du hinkommen? Welche Länder möchtest du noch bereisen? Sowas halt. Und vor allem aber eben auch, vor allem nach dem letzten Sommer, diese Frage mit, was ist dir denn wirklich wichtig im Leben? Was ist für dich das, was du in Anführungsstrichen als das Wichtigste überhaupt bezeichnen würdest? Und wenn es so ist, was machst du dafür, dass das in Anführungsstrichen dann realisierbar erscheint? Und ja, das ist genau das. Was macht man dafür? Was macht man in Anführungsstrichen dafür, dass man seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele, seine eigenen Träume irgendwie erreichen kann? Und ich bin der Meinung, dass man das nicht als Bedrohung oder als Druck wahrnehmen sollte, sondern immer als Chance. Und dennoch, jedes Mal, wenn halt so richtig heftige Momente gerade passieren, dann ist, so blöd das klingt, dann ist gerade egal, was mit Diablo 4 und Streaming ist und mit Serienhorizont Talk und mit Serienbesprechungen und Folgenbesprechungen und mit Podcasts aufnehmen, sondern dann geht es wirklich eben um das Elementarste im Leben. Aber so, ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, bei welchem Podcast es war, ich glaube, es war bei Stevenio in dem Podcast, der hat mal, glaube ich, gesagt, so nach dem Motto, dass der Alltag viel wichtiger ist, als wir denken. Gerade dann, wenn es halt wirklich, sage ich mal, so ganz super traurige Momente gibt, ist es einfach wichtig, dass man einfach sprechen wieder, ja, dieses Kölsche irgendwie, Level geht weiter, ja, also das Leben geht weiter. Aber nicht nur, sondern eben auch, dass der Alltag, wie das klingt, dass auch Alltagsproblemchen wichtig für einen sind. Ja, also dass ich mich halt wenn ich eine Serie mir anschaue, dass ich mich darüber aufregen kann, wie schlecht das geschauspielert ist. Oder du schaust Fußball, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt hier Weltmeisterschaft der Frauen oder so, und du siehst halt irgendwie, wie da ein dummer Fehler gemacht wird. Das heißt, all das, was in Anführungsstrichen so unwichtig in dem erscheint, weil es nicht so elementar für unser Leben ist, ist trotzdem elementar für unser Leben. Weil wir eben gerade durch diese alltäglichen Kleinigkeiten, diese wirklichen First World Problems, einfach wieder geerdet werden. Und ja, in Anführungsstrichen wieder zurückgebracht werden. Und verstehen, dass halt das Elementare im Leben zugleich eben nicht bedeuten muss, dass damit das Alltägliche und dass diese kleinen Probleme eben keine Bedeutung haben. Und ganz im Gegenteil, dass es halt genau das ist, dass du in einem Moment zum nächsten
oder von einem Moment zum nächsten alles hinterfragst und auf einmal denkst irgendwie, puh, so, wie kann das sein und warum ist das so? Und aber im nächsten Moment dann eben auch wieder denkst so, ja, und das ist mein Leben und das habe ich erreicht und das möchte ich noch erreichen, das habe ich noch als Träume und als Ziele. Und ich bin Freund davon, gerade bei so ganz heftigen Situationen, dass ich immer versuche, in Anführungsstrichen, mich selbst zu erden. Weil ich denke, dass wenn ich anfange, das war ja gerade im Herbst letzten Jahres so und eigentlich auch im Winter letzten Jahres und eigentlich auch so in den ersten Monaten dieses Jahres, da habe ich ja gesagt, ich möchte aber, dass die Con Creation jetzt irgendwie wöchentlich stattfindet, ja, dass es Podcasts gibt und Streams und so weiter, weil ich das einfach für mich selbst wollte, weil es mir halt Struktur verliehen hat und Halt gegeben hat und weil das halt etwas ist, was einem Spaß macht. Und auch wenn ich sage, ich mache jetzt gerade nichts in nächster Zeit, nichts dagegen hätte, wenn ich ein bisschen Geld verdienen würde mit dem Blödsinn, den ich hier so verbreite, so ist es trotzdem so, es soll mir vor allem halt Spaß machen. Es ist halt ein Hobby, das vor allem dazu gedacht ist, dass man halt in Anführungsstrichen eine schöne Abwechslung zum Alltag hat. Dass du halt immer was hast, was dich erfreut. Dass du immer was hast, was auch so dein eigenes Ding ist. Und das ist mal halt entscheidend. Das ist mal wirklich super, super wichtig, dass du immer irgendwas hast, was dich im Leben glücklich macht. Es können Menschen um dich herum sein, eine Frau, die du liebst, ein Mann, den du liebst oder keine Ahnung, Menschen um dich herum, die du liebst. Es können aber auch so wirklich einfach so Hobbys sein. Fakt ist nun mal, ich glaube, wir alle sind, was heißt Fakt, sage ich mal meine als Fakt angenommene Meinung, wir alle, glaube ich, brauchen diesen Halt im Leben. Wir brauchen was, was uns irgendwie ausmacht, was uns als Persönlichkeit irgendwie auszeichnet. Es wird ja oft irgendwie so belächelt, sagt man so, ja, ich bin halt irgendwie Fußballfan, bin Schalke-Fan, hier Schalke. Oder Köln-Fan, hier FC. Ich bin ja Gladbach-Fan, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Aber das, was halt in Anführungsstrichen so dumm und unwichtig im ersten Moment erscheint, ist für uns viel, viel wichtiger, als wir glauben. Und ich glaube, jeder, der es in dem Sinne in Frage stellt, oder eben auch Haustiere, gerade jetzt wieder, auch vor ein paar Tagen, aber auch gerade Ende letzten Jahres, habe ich mir wirklich, da habe ich meine Haustiere extrem vermisst, auch wenn es halt in Anführungsstrichen nur Echsen waren oder Vögel, mit denen du ja nicht so eine Bindung aufbauen kannst, aber dennoch, alles das, was uns gut tut, was zu unserer Persönlichkeit gehört, das ist unser größter Halt, wenn es halt wirklich darum geht, dass du von jetzt auf gleich das Gefühl hast, du verlierst den Boden unter den Füßen. Dir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Und so hatte ich es eben im letzten Jahr, vor allem im Sommer, aber nicht nur. Und dann ist es eben so, dass ich versuche einfach immer mich wieder aus solchen, sag mal, schwierigen Situationen selbst rauszukämpfen, indem ich halt einfach mir so, ja, mir überlege, was möchtest du machen, worauf hast du Bock, was kannst du noch machen, was wäre eine coole Sache und so in die Richtung. Und ja, abschließend wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben, mit diesem Podcast, der wieder sehr weird war, aber naja, Quatschback Personal ist halt Quatschback Personal. Alle, die sich den Scheiß hier geben, die wissen halt, wie ich drauf bin. Letztlich sollten wir uns nie, und das meine ich wirklich ernst, wir sollten uns nie rechtfertigen, dass wir, keine Ahnung, dass wir Nerds sind, dass wir ein Fußballfan sind, dass wir, keine Ahnung, von mir aus Anime-Fan sind, was auch immer. All das, was uns ausmacht, zeichnet uns nun mal aus. Das sind wir. Und jede Person, die das irgendwie in Frage stellt, die sich darüber lustig macht und sagt, keine Ahnung, so, du bist irgendwie bald 40, wie kannst du eben Spaß daran haben, irgendwie so einen Charakter in so einem Gaming zu steuern? Da sage ich halt einfach, ja, weil du etwas hast, was dich wiederum halt glücklich macht. Und jeder von uns hat sowas. Das ist unsere Natur. Und das war noch nie anders. Und das wird auch nie anders sein. Und da, finde ich, kann man auch stolz drauf sein. Da sollte man auch vor allem glücklich drüber sein, dass wir alle etwas haben, was uns einfach im Leben, abseits von dem, ich sag mal, Arbeitsalltag oder dem
an sich schwierigen Alltag, was uns einfach immer wieder so eine Art irgendwie Urlaubsgefühl irgendwie verleiht. Oder wie ich es so schön mal auch bei Stevenio gehört habe, dieses Gefühl der Wohlfühloase. Ja? Also eine Wohlfühloase. Dort, wo wir uns einfach gut finden, wo wir uns gut fühlen, wo es uns einfach gut geht. Und ich bin der Meinung, dass das wirklich halt etwas ist, was uns gut tut. Dass es etwas ist, was uns halt extrem viel Kraft verleiht. Und ohne diese Content Creation, diesen ganzen Scheiß, den ich hier gerade irgendwie auch von mir gebe, ohne diesen wäre es im letzten Jahr für mich so viel härter gewesen. Weil mir halt dieses blöde, kleine, ich sag mal, Hobbyzeug unfassbar viel bedeutet hat. Und das hat mir unfassbar viel Kraft verliehen. Und deswegen möchte ich einmal in diesem Talk vor allem nur eins sagen. Wir alle haben die Momente, in denen wir uns unglaublich glücklich fühlen und von jetzt auf gleich unglaublich traurig, kaputt, zermürbt und vielleicht sogar irgendwie auch nachdenklich fühlen, dass wir wirklich auch, sag ich mal, vieles im Leben hinterfragen. Aber wir sollten uns niemals dafür rechtfertigen, dass wir gerade in diesen Momenten, in denen wir am meisten, sag ich mal, zu leiden haben, dass wir uns an Kleinigkeiten versuchen, wieder rauszuziehen. Dass wir uns daraus in dem Sinne halt, dass wir daraus Kraft schöpfen oder daraus Kraft schöpfen wollen. Ich bin mir sehr sicher, dass das bei ganz vielen Menschen im Leben so ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Eine unfassbar wichtige Erkenntnis, meiner Meinung nach. Dass wir alle etwas haben, was uns glücklich macht. Und dadurch, dass wir das haben, dass wir dadurch glücklich werden, erst dadurch haben wir doch eben diese Kraft, dass wir das Schlimmste durchstehen können. Und im letzten Jahr, wo ich so viele Podcasts aufgenommen habe, in meiner Recovery, da habe ich ja unfassbar viele Podcasts aufgenommen, da habe ich das schon mal gesagt. Ich habe nämlich dieses Dragon Ball Z oder Dragon Ball Gleichnis, sage ich mal, gebracht oder Vergleich oder was auch immer, irgendwie, dieses Bildnis. Du durchlebst das Schlimmste, was du glaubst. Du durchlebst, sag ich mal, die Hölle auf Erden. Und du glaubst aber, dass du es niemals durchstehen wirst, weil du dich einfach nicht stark genug fühlst. Weil du sagst, so wie ich, als meine Oma noch gelebt hat, ich kann sie nicht mehr pflegen. Es geht nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Aber dennoch, auch wenn ich das vielleicht sagen wollte, ich habe es nie gesagt. Weil ich einfach dennoch diese Kraft in mir gespürt habe. Aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Kraft in mir ist, sondern weil der Mensch nun mal viel, viel stärker ist und viel mehr zum Super Saiyan eben in Anime Terms werden kann, als man das sich vielleicht gerade vorstellen mag. Immer dann, wenn es drauf ankommt, immer dann, wenn wir wirklich, wenn es ums Elementarste unseres Lebens geht, also wenn ich würde sagen, wenn es um die elementarsten Aspekte unseres Lebens geht, immer dann haben wir diese Kraft inne. Und wir wissen aber nicht, woher sie kommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, woher diese Kraft kommt. Wir wissen nicht, woher wir diese Kraft, indem sie verliehen bekommen haben, wodurch. Wir wissen nur, wir stehen das durch, obwohl wir nie gedacht haben, dass wir das durchstehen können. Niemals. Als ich vor einem Jahr, ich habe es ja wirklich mal versucht, plakativ auszudrücken, vor einem Jahr in der Recovery war, also der erste Tag, keine Ahnung, da waren 20 Meter, nicht 20 Meter, 20 Minuten Lauf für mich oder beziehungsweise spazieren gehen. Das hat sich angefühlt, als wäre das was ganz, ganz Großes. Obwohl es nichts Großes war, aber für mich war das ein ganz großes Ereignis. Und dennoch hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich danach ein Jahr später, genau wirklich auf den Tag, ein Jahr später, also ein Jahr und ein Tag später, auf einmal 20 Kilometer laufe. Und das eigentlich zum Großteil ohne Pause. Das war halt einfach, das hat sich wirklich damals angefühlt, vor, naja, ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt eben, wie, dass das Ganze so realistisch ist, wie eben der Flug zum Mond. Was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, dass wenn wir so viel Leid durchleben müssen, was leider eben auch zu unserem Leben dazugehört, dann können wir, dann sollten wir, dann müssten wir immer stolz darauf sein, dass wir etwas haben, was uns ausmacht. Was uns Kraft und vor allem Spaß, Freude und Leidenschaft verleiht. Und ich bin jemand, der, wenn ich irgendwie sowas höre wie, auch wenn es nicht böse gemeint ist, oder wenn es eher lustig gemeint ist, aber ich bin halt einfach einer,
der sagt, jede Art von Hobby, sei sie noch so dumm, ist für diese Person, die dieses Hobby gerade erlebt, etwas Besonderes. Und man sollte das halt niemals kritisieren, man sollte es nicht in Frage stellen, man sollte einfach glücklich für diese Menschen sein. Denn egal wer in der Welt, jeder Mensch hat etwas, was einen glücklich stimmt. Und es kann noch so dumm sein, es kann noch sowas sein, wo du einfach drüber lachst, so wie, keine Ahnung, man geht irgendwie raus und umarmt einen Baum. So. Wo viele sagen, Junge, du hast du dann immer alle. Was ist denn das für ein Hobby? Du gehst raus und umarmst einen Baum. Aber ist doch scheißegal. Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Hauptsache, sie haben durch ihre Hobbys ein gutes Gefühl und vor allem sehr viel, in Anführungsstrichen, auch Kraft aufgebaut, um gerade die schlimmsten Momente in ihrem Leben durchzustehen. Und ich habe keine Lust mehr, mich dafür zu rechtfertigen. Und ich gehe da auch ganz offen mit um, sowohl mit der Mental Breakdown-Phase letztes Jahr, als auch mit der Recovery, aber eben auch als, ich sag auch teilweise Leuten, die überhaupt nichts mit Gaming oder Streaming zu tun haben, ja, ich mache da so ein bisschen Internetkram, ziehe das so ein bisschen selbst ins Lächerliche, aber ich erläutere das, wenn es halt dann wirklich, wenn auch Interesse bei einigen eben aufkommt. Und meistens höre ich eben, ja, das ist ja cool. Was Podcast, das ist ja cool. Natürlich hört man sowas natürlich eher dann, wenn du dich eben auch im Internet, sag ich mal, gerade befindest. Aber nicht nur. Ich habe das auch teilweise Leuten erzählt, die haben absolut keine Ahnung, haben da überhaupt keinen Bezug zu, weil sie merken, das ist Leidenschaft, das ist etwas, was mich ausmacht, was mir Spaß im Leben verleiht. Und von daher, ich weiß nicht, wie ich diesen Talk nenne, muss ich mir noch überlegen. Titel kommt immer zu guter Letzt, aber ich möchte einfach nur sagen, Leute, unser Leben ist in so vielen Aspekten wunderschön und zugleich wunderböse, wunderheftig. Wir sollten aber gerade dann, wenn wir nicht glauben, dass wir diese Kraft in uns tragen, einfach an uns glauben. Wir sollten einfach an uns glauben und an nichts anderes. Wir sollten einfach an uns selbst glauben. Wir sollten nicht auf andere hören. Wir sollten einfach auf uns selbst vertrauen. Auch dann, wenn wir glauben, dass wir das niemals schaffen werden, dass wir das niemals hinbekommen werden. Wir sollten auf uns vertrauen. Wir sollten nicht zu sehr auf andere hören. Wir sollten nicht darauf hören, dass andere das irgendwie lächerlich finden, dass andere sich darüber lustig machen. Wir sollten sagen, ja, scheiß drauf. Das ist mein Leben und ich lebe mein Leben, wie ich es so richtig halte. Und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann ist es irgendwann schwierig, weil dann muss ich das erstmal rausfinden. Aber wenn ich genau weiß, wer ich bin, was ich möchte und vor allem, was meine Persönlichkeit in dem Sinne letztlich bedeutet, dann bleibe ich bei dem Scheiß. Egal, was andere darüber denken, egal, was andere dazu meinen, egal, was andere in dem Sinne von mir ist, irgendwie lächerlich davon dazu abgeben wollen. Und das ist eine ganz große Erkenntnis. Das ist eine Erkenntnis, die viel, viel größer ist als ich vielleicht nur Anfang des Podcasts oder diese Ausgabe sagen wollte. Da wollte ich ja nur darüber sprechen, dass wir alle in dem Sinne so einen Scheiß mal zu durchleben haben. Aber wie ich es jetzt versucht habe, klarzumachen, life is hard, but life is beautiful. Und wir müssen letztlich halt selbst immer wieder versuchen, wenn es angemessen ist, den richtigen Weg zu finden. Wir sind niemals alleine. Und wir werden es immer durchstehen. Und ich behaupte, dass jeder, ob man es glaubt oder nicht, und auch wenn es sich noch so dumm anhören mag, jeder wird dann, gerade in den Situationen, in denen man glaubt, am wenigsten Kraft im Leben zu haben, am meisten Kraft im Leben haben. Weil das, glaube ich, etwas ist, weil das etwas Inneres ist, was uns Menschen einfach ausmacht. Und auch wenn wir es niemals für möglich halten, das ist wirklich die eigentliche Erkenntnis. Die Zeit bringt es. Als damals meine Oma gestorben ist, und sag ich mal so 2, 3 Tage später, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich mal so einen Satz im Hinblick auf den Tod meiner Oma bringe. Das war für mich halt einfach ein Weltuntergang zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach so viel, eine so krasse Beziehung zu ihr hatte. Aber gut, jetzt 6,5 Jahre später nach dem Tod, muss ich sagen, es ist wirklich so.
Es heißt nicht, dass die Zeit, in dem sie alle Wunden heilt, das finde ich da viel zu übertrieben. Ich finde aber, die Zeit verleiht uns, sage ich mal, so etwas, dass wir mit jeglicher Situation, die noch so unfassbar unmöglich erscheinen mag, klarkommen werden. Vielleicht nicht in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, nächsten Monaten, aber eben dann, wenn der Körper und der Geist und vor allem die Seele, wenn sie eben ihre Ruhe gefunden haben. Und das ist das Entscheidende, Ruhe finden. Warum habe ich meinen gesamten Druck im Leben rausgenommen? Warum überlege ich mir auch gestern wieder, ich war unterwegs mit dem Auto und denke mir so, ja, du kannst jetzt hier 100 fahren, kannst aber 70 fahren. Oft, wenn es natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck ist, dann fährt man von hier aus mal ein bisschen schneller. Gerade wenn man 100 fahren darf, warum soll man es nicht machen? Aber manchmal, gerade dann, wenn man diesen Druck sowieso nicht spürt, wenn man den Druck überhaupt nicht hat, dann muss man das Ganze nicht machen. Man braucht es nicht. Es geht halt auch ohne. Es geht einfach auch ohne. Und gestern war so ein Tag, wo ich wieder das Elementarste im Leben teilweise wieder vor mir gesehen habe. Die elementarsten Fragen, die, wie ich immer so schön sage, das Alpha und das Omega zugleich aussagen. Aber nur nicht mal 24 Stunden später sehe ich wieder einfach so viele Aspekte im Leben, die mir zeigen, warum es so, wie es klingt, immer wieder Momente geben wird, immer wieder Situationen geben wird, immer wieder Menschen geben wird, immer wieder Gefühle geben wird, die es einfach so wert sind, dass egal wie hart diese Situation auch sein mag und so unverständlich und so unfassbar krass ausfallen mögen, dass man mit der Zeit irgendwann eben das versteht, dass das Leben nun mal eine Maske ist. Für mich eine Maske, die beide Seiten in dem Sinne beinhaltet. Und die Maske dreht sich eben. Und manchmal dreht sie sich in die eine Richtung, dann geht es uns gut, geht es uns herausragend gut, möchte man die ganze Welt umarmen. Und dann gibt es wiederum Zeiten, da geht es uns alles andere als gut. Da möchte man die Welt nicht umarmen. Da möchte man einfach nur losweinen. Und dennoch gehört all das zu unserem Leben dazu und all das, was uns dabei hilft, mit genau diesen wunderschönen, aber auch diesen unfassbar harten Momenten klarzukommen. Ich finde, all das sollte uns immer so wichtig sein, dass wir alles dafür tun. Dass wir immer das Schöne im Leben sehen, aber eben auch wissen, dass es andere Zeiten gibt. Dass wir also nie, was ich letztlich sagen möchte, dass wir nie das Ganze in dem Sinne nicht wertschätzen. Dass wir nicht unser Leben dumm aufs Spiel setzen für irgendeinen Scheiß. Sondern dass wir immer das Leben als das größte Gut überhaupt wahrnehmen. Wir haben nun mal nur dieses eine Leben. Es gibt keine Wiederbelebung und es wird auch kein Leben nach dem Tod geben. Also daran, obwohl ich an Gott glaube, ich glaube nicht an das Leben nach dem Tod. Und von daher, wir haben nur diese eine einzige Chance im Leben. Wir haben nur dieses eine Leben. Und wir sollten alles dafür tun. Gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können es nicht alleine. Dass wir uns Hilfe suchen, dass wir dieses niemals leichtfertig aufgeben werden. Und das ist mir gerade im letzten Sommer, aber nicht nur mehr als bewusst geworden, das ist mir auch gestern wieder bewusst geworden. Als ich mich an den Rechner gesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt streamst du doch, obwohl du jetzt eigentlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen wolltest, da habe ich mir die Frage gestellt, ist es denn gut, das gerade nicht zu machen? Genauso wie dieses hier, ja, heute kann es regnen. Habe ich auch mir gedacht, naja, aber wenn es regnet, willst du wirklich dabei draußen sein? Ja, du willst draußen sein, und wenn es regnet, regnet es. Und wenn es schneit, schneit es. Und wenn es, keine Ahnung, 40 Grad ist, sind es 40 Grad. Aber wenn für dich dieses draußen sein, dieses spazieren gehen, von mir aus laufen, joggen, wenn das für dich einfach die größte Möglichkeit darstellt, Ruhe, Gelassenheit, Entspannung, einfach Freude und Glückseligkeit zu erfahren, dann scheiß nochmal, dann mach es doch einfach. Und hinterfrage es nicht, sondern mach es einfach. Und seit dem letzten Sommer habe ich mir eines geschworen. Nicht drüber reden, nicht hinterfragen, einfach machen. Wenn du das Gefühl hast,
Du hast etwas, was dir so wichtig ist, dann mach es. Wenn du das Gefühl hast, diese Menschen um dich herum sind dir so wichtig, dann kümmere dich um die. Wenn du das Gefühl hast, diese Frau oder dieser Mann oder divers, whatever, das könnte the one only sein, ja, dann sag dieser Person es. Ich habe so oft meiner Freundin gesagt, und die hat es, glaube ich, teilweise schon echt, irgendwann hat es irgendwann, glaube ich, genervt. Ich habe ihr so oft gesagt, wie oft ich sie liebe oder wie sehr ich sie liebe, weil es mir einfach so scheiße nochmal so wichtig war. Weil mir, obwohl ich nicht wusste, was danach hier kommen wird, so wichtig war, dass sie das in diesem Moment weiß. Und das sage ich auch meinem Vater jeden Tag nach jedem Gespräch, wie sehr ich ihn mag. Weil es halt nun mal so scheiße ist, sich auch, so dumm es sich auch anhören mag, weil das Leben nun mal nur das eine Leben ist. Und wenn dieser eine Moment der richtige Moment ist, dann mach es. Hör auf, darüber nachzudenken, hör auf, darüber irgendwie zu philosophieren und abzuwägen und eine Art Kosten-Nutzen-Berechnung irgendwie durchzuführen, so Rational-Choice-mäßig. Lass den Scheiß, sondern mach es einfach. Und gerade nach dem letzten Sommer, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich diese Erkenntnis in dem Sinne mir selbst in dem Sinne erstellt habe. Wie sehr sie in mir aufgekommen ist. Diese Erkenntnis, das Leben ist so, wie es ist. Und wir versuchen, das Beste rauszumachen. In jeder Situation, zu jeder Zeit. Und wir versuchen aber vor allem eines zu bleiben. Nämlich ihr selbst. Und das eben in glücklichen und in schwierigen Zeiten. Aber wenn wir auch nicht glauben, dass wir es durchstehen werden, wir werden es durchstehen. Wir werden immer die Kraft haben. Weil entweder schaffen wir es alleine oder gemeinsam. Aber wir werden jede Situation durchstehen. Und wenn das bedeutet, dass es noch so todtraurig ist, dann heißt das nicht, dass es dafür für immer vorbei ist. In uns lebt alles weiter. In mir spüre ich meine Oma zu jedem Tag. Zu jedem fucking Tag höre ich ihre Worte, ihre weisen Sprüche, wenn sie möchte. Und immer dann, so doof es sich auch anhören mag, wenn ich einen Film schaue, der mir wichtig ist, eine Serie schaue, die mir wichtig ist, und wenn das Sätze sind, die halt nicht nur nach 15 gelten, gerade hier eben von mir aus Forrest Gump, das Leben ist wie eine Prachtschale Pralinen. Man merkt, ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Dann nehmen wir das nicht nur so hin, sondern wir versuchen daraus etwas rauszuziehen, was uns halt Kraft verleiht, was uns Glückseligkeit bedeutet und was für uns Tage wie gestern, aber eben auch andere Tage umso toller gestalten kann. Das ist damit, ich weiß nicht, wie der Talk heißt am Ende, war mir auf jeden Fall sehr wichtig, sehr, sehr, sehr deep wieder, aber das Leben ist nun mal genauso. Macht es gut. Bis zur 24. Ausgabe von Patrick Personal. Tschüssikowski.